Yes, now it's in progress, sagte das Webinar, wird aufgezeichnet. Sehr schön. Einen schönen guten Abend, alle da draußen, wo auch immer Sie gerade sitzen oder stehen. Heute ist für mich ein sehr wichtiges Thema zu besprechen, weil ich das selber schon erlebt habe, an meinem eigenen Leibe, aber auch schon mehrere Kollegen und sogar einen guten Freund von mir mit genau diesem Thema Burnout, Depression, chronisches Fatigue-Syndrom schon wirklich hatte. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, heute über das Thema zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute anwesend sind. Es geht eben also um die Überlappung zwischen Burnout und Depression, aber grundsätzlich einfach um das Erschöpfungssyndrom an sich. Wir wollen heute einfach mal schauen, wie wir den Begriff Burnout, Burnout-Syndrom gegenüber der Depression abgrenzen können, welches die typischen Faktoren und Stressoren für ein Burnout sind und welche möglichen Therapieansätze wir heute als Naturheilkunde haben, um da Patienten oder auch Freunden dementsprechend unterstützend beiseite stehen zu können. Und am Anschluss gebe ich Ihnen noch ein paar Literaturtipps, wenn Sie sich noch ein bisschen belesen möchten. Beamten natürlich immer gerne am Anschluss des Webinars machen oder am Anschluss des Webinars, oder Sie können doch einfach in den Chat schreiben und wir gehen das nachher durch. Grundsätzlich ist das Burnout-Syndrom keine Diagnose an sich, sondern es ist eben ein Syndrom, welches nichts anderes beschreibt als eine völlig Erschöpfung chronischer Art der Emotionalität, der Körperlichkeit und der Psyche. Das heißt, es gibt hier auch eine Art Diagnoseziffer, die Sie hier unten finden. Und damit beschreiben wir eigentlich die Probleme mit der Lebensführung. Es ist aber keine anerkannte somatische oder psychiatrische Erkrankung, sondern es ist ein Syndrom. Und die Depression in Abgrenzung zum Burnout-Syndrom ist oftmals überlappend mit dem Burnout-Syndrom an sich. Aber auch das chronische Fatigue-Syndrom oder chronisches Müdigkeitssyndrom, das kann gerne auch mal gemeinsam zusammen mit der Depression. Wichtig ist, dass wir einfach hier eine Beschreibung hauptsächlich der völligen Erschöpfung vorliegen haben. Und wir haben hier eine sehr hohe Prävalenz. Allein in Deutschland haben wir hier 9 Millionen. Und die End-20er, also gerade die jungen Leute, die, sag jetzt mal, mit dem Studium gerade zu Ende sind oder auch ihre Lehre zu Ende gebracht haben, die sind hier exponentiell steigend bezogen auf ein Burnout-Syndrom. Und jetzt durch Covid, ich weiß nicht, ob Sie das in den Medien mitverfolgt haben, wir haben hier auf jeden Fall auch einen sehr, sehr starken Anstieg, nicht eines Burnouts, aber einer Depression bei Jugendlichen, die in der Schule noch sind, ja, oder auch bei Kindern. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Österreich nicht anders ausschaut wie bei uns in Deutschland. Die Psychiater und psychiatrisch arbeitenden Psychologen sind absolut am Anschlag und sind eigentlich ausgebucht bis über die nächsten Monate, halbes Jahr hinaus. Es ist wirklich stark ansteigend, auch mit vielen sozialen Gefährdungen dieser Kinder. Aber nun zurück zur eigentlichen Kategorisierung unseres Syndromes laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. Die kategorisiert im Grunde eine Arbeitsüberforderung versus dem eigentlichen Burnout, das dann auch Folgeerkrankungen hat, wie zum Beispiel hier eben dann die Depression oder auch Panikattacken, Angsterkrankungen oder aber auch das typische Burnout als Folge. Also Sie sehen schon, das Ganze ist nicht sehr einfach zu, ich sage jetzt mal, in eine Form zu gießen. Man hat eben versucht, es zu kategorisieren und man beschreibt es zunächst mal als ein vegetatives Stresssymptom mit einer starken Erschöpfung, wie wir es vorher gesagt und gehört haben, und einer ständigen, permanenten, andauernden Überforderung. Das dann irgendwann zu einer Erschöpfung führt, die schlussendlich zu einer Leistungsminderung führt und sich auch bis zum Zynismus des jeweiligen ausbilden kann. Also dass jemand wirklich nicht in der Lage ist, normal zu denken, sondern sich eigentlich nur noch zynisch äußern kann. Wichtig aber hier ist auch, dass ein chronifizierter Stress nicht nur Folgeerkrankungen haben kann, sondern auch
Eine Grunderkrankung kann ein chronifizierter Stress bedeuten, also wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder eine Krebserscheinung. Das ist ja nichts anderes als auch eine Entzündungserscheinung. Aber auch eine beginnende Demenz oder Psychose kann eben auch eine Grunderkrankung bedeuten, die umgekehrt wiederum sich in ein Burnout äußert. Die DGPPN, diese Deutsche Gesellschaft, versucht eben hier auch verschiedene Maßnahmeebenen einzuleiten. Das heißt zunächst mal überhaupt die Prävention des Burnoutes, beziehungsweise wenn es dann schon mal leider Gottes sich manifestiert hat, wie man auch die Burnout-Folgen präventiv so entgegenarbeiten kann. Da gehen wir nachher drauf ein. Aber auch, wie man Folgeerkrankungen des Burnoutes grundsätzlich therapieren kann. Aber auch eben die Grunderkrankung, die ja umgekehrt wieder in Burnout kommen kann oder führen kann, wie man diese unter bestimmten Voraussetzungen auch therapieren kann. Wir haben ja gesagt, es gibt Burnout-Symptomatiken, die auch eine Depression mit beinhalten. Funktionell gesehen ist eigentlich immer diese sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse gestört, diese sogenannte HAN-Achse, sowohl bei einem Burnout als auch bei einer sogenannten Major Depression, also wenn jemand wirklich so sehr stark in eine Depression versunken ist. Aber es gibt dennoch Anzeichen, die uns helfen, einen Burnout versus einem Depressionszustand nochmal abzugrenzen. Bei einem Burnout haben wir zunächst einmal wirklich noch eine gewisse Art der Aufwärtsspirale, was die Energie des jeweiligen bedeutet. Das heißt, er hat innere Antreiber, die ihn wirklich bis über alle Maße hinaus fordern und er der Patient schafft es auch noch über eine sehr lange Zeit, sich selbst anzutreiben, bis er dann aber irgendwann tatsächlich in eine dysphorische Einstellung fällt. Das heißt, er ist nicht euphorisch, dysphorisch als Gegenteil dazu und er hat eigentlich überhaupt keine Arbeitslust mehr. Also man bezeichnet Burnout grundsätzlich zunächst einmal, oder zumindest war das früher so, als dieser Begriff aufkam, eine völlige, sagen wir mal, Erschöpfung im Arbeitsbereich, im Arbeitssektor. Während die Depression sich ja auf alle Bereiche auswirken kann. Was aber wichtig beim Burnout ist, ist, dass das Burnout eben bis zu 53% auch mit einer Depression schon vergesellschaftet ist. Deswegen ist also das immer sehr schwierig abzuschätzen, was war zuerst die Depression und dann ist Burnout oder Burnout, welches eben Part der depressiven Anteile mit sich vereint. Wichtig aber ist, dass bei einem Burnout wir eine Depersonalisation haben und eine reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit. Der Mensch ist also nicht mehr in der Lage, noch eine Treppe hochzulaufen, obwohl er so physisch also nichtiger geworden ist oder sonst wie, sondern er schafft es rein energetisch nicht mehr. Da kommen wir gleich noch drauf. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der großen Depression, da haben wir hier eher schon eine Abwärtsspiralisierung. Das heißt, wir haben hier nicht nur die dysphorische Einstellung im Arbeitsbereich, sondern auf alle Lebensbereiche. Sozial, familiär, persönlich und arbeitstechnisch. Überall gibt es eigentlich diese Art des sich Zurückziehens. Und es ist im Grunde oftmals das Endstadium eines Burnoutes. Und deswegen kann man Depression und Burnout da nicht mehr unterscheiden. Wichtig ist, dass diese Menschen, die in der Depression sind, sich auch wirklich sozial vollkommen zurückziehen und so gut wie gar nicht mehr rausgehen. Es ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, evolutionsbiologisch betrachtet, denn die Depression ist tatsächlich ein Schutzmechanismus des Körpers, sich, sagen wir mal, in der Höhle wirklich zurückzuziehen. Und die Restenergie, die unsere Zellen noch zur Verfügung haben, in so einer Situation dazu zu nutzen, um die normalen Stoffwechselprozesse noch aufrechterhalten zu können. Das heißt, grundsätzlich ist Depression nichts Schlimmes. Es ist eigentlich eine gute Einrichtung des Körpers, sich zurückzuziehen und sich zu schonen, um daraus wieder zu regenerieren. Wenn es natürlich sich chronifiziert und zu lange anhält, dann kann es sehr gefährlich werden, dann kann es bis zu suizidalen Gedanken kommen
oder auch regelrecht wirklich zu einem Suizid. Deswegen gehört das dann auch unter anderem in die Hand eines psychotherapeutisch arbeitenden Psychologen oder eines Psychotherapeuten. Was sind die grundsätzlichen äußeren Ursachen, die zu einem Burnout-Syndrom führen können? Ich hatte schon die Arbeitsüberlastung erwähnt, das heißt, man ist permanent nur noch am Hinterherrennen der Arbeitspensen, die man im Grunde nicht mehr schaffen kann. Das geht gerade in der heutigen Zeit ganz krass, ja, wenn man jetzt im Bereich Krankenhaus oder Pflege oder Altenheim oder Hospiz, wie auch immer, anschaut, da sind die Menschen doch sehr, sehr stark überlastet. Die haben meistens auch eine fehlende Anerkennung für das, was sie tun, werden vielleicht womöglich auch noch gemobbt, ja, also auch gerade im medizinischen Bereich oder auch ja, in der Industrie passiert das sehr, sehr häufig. Ich kenne dieses Problem, das kann einen wirklich fertig machen, das kann einen zu schlaflosen Nächten bringen, denn man fühlt sich ungerecht behandelt. Und man hat eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was man tatsächlich tut. Ja. Dann gibt es natürlich die inneren Ursachen, die gerne das Ganze noch verstärken. Das heißt, wenn ich mich überengagiert zeige, also dann kriegt man natürlich immer mehr auch zu tun. Ja. Wenn der Chef weiß, ich kann immer mehr und immer mehr noch abarbeiten, kriege ich natürlich immer mehr Piles auf den Tisch. Um die genau abzuarbeiten. Kenne ich leider Gottes selbst, als ich mit jungen Jahren, in den ersten Jahren als Consultant tätig war, habe ich das genauso gemacht und irgendwann war der Tisch so voll, dass ich Stühle brauchte, um den Rest ablegen zu können. Ja? Und irgendwann wird man dann auch, wird man dem nicht mehr Herr, dieser Stapel. Natürlich ist es auch für Gesellschaft mit einem hohen Idealismus. Oftmals mit einem Perfektionismus und natürlich mit überzogenen Erwartungshaltungen. Manchmal ist es aber auch so, dass man zweifelt an dem, was man tut. Und diese ständigen Selbstzweifel, die können natürlich auch irgendwann zu einem Burnout führen, wenn sie zu stark werden. Und natürlich auch andere Aspekte mit auftreten, wie zum Beispiel eben Perfektionismus. Und das ganz typische Problem ist das Problem, Nein zu sagen. Das haben ganz viele Leute, die so nach dem Enneagramm Typ 2 Menschen sind, die also dieses typische Helfersyndrom haben. Ich will es jetzt absolut überhaupt nicht hier abwerten, ich kenne es selber auch, sondern es ist eher, man sieht dieses Problem bei Menschen, die gerne wirklich helfen und eigentlich sich selber außer Acht lassen. Und da passiert es dann wirklich, dass man sich eben zu stark und zu schnell überarbeitet. Mit einigen Konsequenzen, sowohl physisch als auch psychisch, emotional. Und das wichtigste eigentlich und wichtigste Symptom, muss man wirklich sagen, ist diese ständige Müdigkeit. Und auch das habe ich vorhin mit dem Treppensteigen gemeint, dass man nicht mal mehr eine 2-3 Stufen schnell hochlaufen kann, was man früher noch konnte, weil einfach die Energie dazu nicht zur Verfügung steht. Und wie das dazu kommt, das zeige ich Ihnen gleich. Auch hat man sehr häufig Menschen, die hier im Nacken, Stirnbereich starke Verspannungen spüren, starke Muskelverspannungen. Das ist quasi auch die Last, die auf einem trägt, aber auch mangelndes Magnesium, was tatsächlich auch zu Muskelverspannungen, zu Gelenkschmerzen kommt, die durch die Muskelverspannung natürlich werden die Gelenke auch mehr komprimiert, alles mit zusammenhängt. Das heißt, man kann Rückenschmerzen bekommen, man kann Kopf- und Magenschmerzen bekommen, all das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, bezüglich der Mineralien wie Magnesium. Natürlich bekommt man auch funktionelle Magen-Darm-Probleme, man bekommt Herzprobleme oder auch Herzstolpern oder auch Herzrasen, je nachdem, wie dann hier die Katecholamine ausgeschüttet werden, die ja wichtige Stresshormone sind. Aber auch, wie gut jemand schlafen kann und ob er durchschlafen kann oder ob er überhaupt einschlafen kann, ist wichtig. Es ist ganz häufig, dass die Burnout-Patienten Schwierigkeiten haben, durchzuschlafen. Die wachen oftmals auf und dann geht das Gedankenkreisen los. Ja, und dementsprechend, wenn man nicht gut ausgeschlafen ist, reicht es auch nicht mehr für eine gute Konzentration und man hat erhöhte Infektanfälligkeit durch den ständigen Cortisol. Ausschüttung, ja, die das Cortisol supprimiert ja normalerweise
Entzündungen. Ja, aber irgendwann ist es eben auch so weit ausgebrannt, die Nebennierenrinde, die ja das Cortisol herstellt, dass man hier einfach auch bezüglich normaler Infekte keine Resistenz mehr hat. Psychische Folgen sind typische Versagensängste, Panikattacken, auch das Gedankenkreisen, was nicht mehr abzubrechen ist, genauso wie ein vermindertes Selbstwertgefühl, aber auch negative Arbeits- und Lebenseinstellung, die also sich dann bis in das soziale Umfeld auswirkt. Dann haben wir aber auch emotionale Erschöpfungsfolgen. Das hatte ich ja vorhin schon mit dem Zynismus angesprochen. Das kann bis zu Jähzorn und Wutanfällen kommen und sagt plötzlich aus dem Nichts heraus, jemand, der normalerweise ein Lamm ist, ja, kann plötzlich fürchterlich gereizt sein und wegen nichts ausrasten. Plötzlich fühlt er sich hilflos und hoffnungslos. Das kommt dann dazu, also quasi hinten dran, nach dem Jähzorn kommt die Hilflosigkeit. Und irgendwann merkt derjenige, dass er nicht mehr weiterkommt und eigentlich nur noch sich selbst überlassen bleibt und distanziert sich vollständig von seinen Partnern, Familie, von Freunden. Das ist eben dieses asoziale Rückzugsverhalten eines Burnout-Patienten. Das kann eben dann bis zu Depressivität und Depression kommen. Und typisch ist auch, dass man eigentlich nicht mehr proaktiv agiert, sondern dass man nur noch reagiert. Ja. Also das sieht man dann eben auch, dass man keine Resilienz mehr hat. Man kann sich auch nicht mehr wehren, sondern man macht einfach nur noch, um seine Ruhe zu haben. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man nicht mehr arbeitsfähig ist. Und ein Freund von mir, der hatte tatsächlich ein Burnout-Syndrom, was ihn ein halbes Jahr zurück war, beziehungsweise ein halbes Jahr aus seinem Arbeitsumfeld, aus seinem Arbeitsvertrag sozusagen rausschmiss, bis er wieder einigermaßen auf dem Dampfer war, dass er wieder normal arbeiten konnte. Und das Problem ist, wenn man mal einen Burnout hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also wenn man nicht wirklich konkret was danach ändert in seinem Leben, sowohl in der mentalen als auch in der physischen Auseinandersetzung mit den Folgen eines Burnouts, dann kommt es wieder und dann kann es noch viel schlimmer kommen und dann kann es noch viel länger dauern, bis man wieder da rauskommen kann. Das Schlimmste und Endschlimmste eigentlich ist die soziale Isolation, dass man wirklich nicht mehr aus dem Haus geht und nur noch, also man kann nicht mehr telefonieren, ja? Man ist wirklich so erschöpft, dass sogar das Aufstehen aus dem Bett nicht mehr möglich ist. Ja, und woran liegt das Ganze eigentlich? Es liegt im Grunde daran, dass wir durch eine ständige Überforderung, das heißt ständige chronische Stressfolgen, wir unsere Zellen mit zu viel entstehenden freien Radikalen, die nennt man auch ROS, für Radical Oxygen Species, entstehen. Und wenn diese freien Radikale, die entstehen, durch Antioxidantien nicht abgefangen und neutralisiert werden können, dann passiert Folgendes, dass diese freien Radikale, wie man es hier erkennen kann, wir haben einmal die Sauerstoffradikale, wir haben aber auch die Stickstoffradikale, die sowohl die Sauerstoffradikale als auch die Stickstoffradikale natürlicherweise entstehen bei bestimmten Stoffwechselprozessen, also zum Beispiel bei der Atmungskette, ja, um ATP, also Energie herzustellen in den Mitochondrien. Da entsteht ganz normalerweise auch NO-Radikale und Sauerstoffradikale. Aber auch bei enzymatischen Vorgängen können Radikale entstehen. Wenn wir aber jetzt die ganze Zeit einfach zu viel Stress haben, das heißt, wir fordern zu sehr, unsere Mitochondrien Energie zu produzieren, fällt einfach immer mehr oxidativer Stress an. Das heißt, der wird dann auch noch verstärkt, zum Beispiel durch sogenannte äußere Ursachen, also exogene Quellen, wie zum Beispiel, wenn wir zu lange in der Sonne sind, ist immer nur ein Beispiel, aber ein ganz wichtiger Aspekt heutzutage ist der Bereich, alles was Toxine anbelangt. Ich zeige Ihnen gleich auch noch andere exogene Quellen. Aber hier soll mal dargestellt sein, wenn also sowohl exogene als auch endogene Quellen dazu führen, dass wir zu viele freie Radikale haben und wir eine Dysbalance bekommen zwischen der Entstehung von freien Radikalen und der Anti-
antioxidativen Abwehr, also wir keine Homöostase mehr haben, die zum normalen Wachstum, normalen Stoffwechsel normalerweise führt, sondern wir haben schon bereits beeinträchtigte physiologische Funktionen, dann haben wir vor allen Dingen dieses Peroxynitrit oder auch das Stickstoffradikal, die dann die Zelle schädigen, und zwar regelrecht die Membrane von zum Beispiel Mitochondrien schädigen, aber auch von jeder anderen Zelle, aber natürlich auch die DNA schädigen werden direkt, was dann zu Krankheiten führen kann, wie zum Beispiel Krebs oder zu programmierten Zelltod, der Apoptose, oder eben auch, was das typische vorzeitige Altern anbelangt. Vielleicht kennen Sie auch Leute, die unter sehr, sehr großem Stress, wenn jetzt auch nachher wirklich um 10 Jahre gealtert sind, das sieht man dann äußerlich an der Haut, man sieht es an den Haaren, die plötzlich ergraut sind, das kann natürlich auch durch einen Todesfall oder durch ein schlimmes Trauma entstehen, das ist klar, das ist ja auch ein unfassbar großer Stress für den Körper, aber das alles fällt wieder auf das Gleiche zurück, wir haben einen hohen oxidativen, wenn wir um die Sauerstoffradikale sprechen, und nitrosativen Stress. Und dies gilt eben hier zu beheben. Denn was passiert, wenn wir diesen Stress haben? Ich habe ja gesagt, Burnout fängt tatsächlich im Zellstoffwechsel an, denn steigender Stress bedarf ständige neue Energie, und zwar erhöhte Energie. Wenn wir aber mehr freie Radikale dadurch bekommen, dann haben wir auch einen erhöhten Elektronenbedarf, weil die Elektronen, die fehlen ja diesen Radikalen. Diese Elektronen braucht der Körper, um die freien Radikale zu neutralisieren. Also sie sind wie so kleine Minen, die im Grunde entsorgt werden müssten. Ja? Sonst werden die Membranen oder auch die Ribonukleinsäuren und Desoxyribonukleinsäuren gestört oder kaputt gemacht oder eben Mutationen stehen. Was macht aber die Zelle? Normalerweise wird ja unsere Energie in Form von ATP in unseren Mitochondrien produziert. Wenn jetzt die Zelle schon so viel freie Radikale hat, dass praktisch zu wenig Antioxidantien diese neutralisieren könnten, dann, zumindest ist das eine These, verändert sich die Energiegewinnung, die jetzt nicht mehr in den Mitochondrien stattfindet, die ja sich in den Zellen befindet, sondern die Energiegewinnung wird in das Zytosol, also ins Zellplasma, verlagert. Und jetzt schauen Sie mal, was passiert. Normalerweise kriegen wir für eine Glukoseeinheit mehr oder weniger in der Atmungskette 38 Moleküle ATP als Energie geliefert. Wenn aber die Zelle ins Zytoplasma die Energiegewinnung verschiebt, dann sehen Sie hier, haben wir gerade noch 2 ATP. Das heißt, warum sind wir tatsächlich müde? Weil uns schlichtweg die Energie fehlt. Und zwar im weitesten Sinne wirklich, wir haben zu wenig ATP pro Zelle. Das heißt, ein Zellstress durch freie Radikale bedeutet immer Energiemangel. Und was sind so die typischen Zellstressfaktoren, die eben zur Bildung von freien Radikalen führen? Da habe ich Ihnen mal hier gehighlightet, die 3 wesentlichen. Das ist die chronische Fehlernährung, und ich sage jetzt wirklich Fehlernährung bei vollen Tellern, ja, Mikronährstoffmangel, steht hier an nächster Stelle, ist immer damit vergesellschaftet und natürlich damit wiederum vergesellschaftet die Darmmikrobiota, die sich verändern in ihrer Zusammensetzung und entsprechend da auch zur freien radikalen Bildung führen können. Aber es sind auch alle schon bereits vorhandenen chronischen Entzündungen. Ich hatte Ihnen ja vorhin dieses Bild gezeigt von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, dass eben auch chronische Entzündungen als sozusagen underlying disease, also unterschwellig schwelende Entzündungen schon durch die Bildung von freien Radikalen dazu führen, dass der Körper eben noch zusätzlich zu einem Stress, wie zum Beispiel Arbeitsüberlastung, noch mehr freie Radikale
produziert. Und chronische Entzündungen, es kann auch ein Leaky Gut zum Beispiel sein. Das kann eben durch Fehlernährung entstanden sein oder es kann auch schon eine Krebsentzündung sein. Es ist nichts anderes als eine chronische Entzündung. Oder wenn beim Diabetes die langerhanschen Zellen nicht mehr richtig funktionieren können, also sprich metabolisches Syndrom entsteht oder bereits Typ 2 Diabetes ausgebildet ist oder auch ein Typ 1, wie auch immer. Also alles, was tatsächlich entzündet ist im Körper, auch Gelenkentzündung, rheumatoide Arthritis und so weiter, all das, Entzündung bedeutet immer freie radikale Bildung, die abgefangen werden muss durch Antioxidantien. Andere heute immer wichtiger werden, denn Zellstressfaktoren sind unter anderem auch das Blaulicht, das emittiert wird zum Beispiel aus unserem Handy, aus hier diesem Bildschirm. Es sei denn, ich habe hier eine Anti-Blaulicht-App runtergeladen, was ich tatsächlich habe, was man auch auf dem Handy runterladen kann. Aber alles, was sozusagen Licht emittiert aus den Medien, ob das jetzt ein Tablet ist oder ein Laptop ist, all das sind Blaulichtfaktoren oder das LED. LED-Lampen sind ja eingeführt worden und die schönen, warmen, leuchtenden, normalen, sagen wir mal, Glühbirnen sind ja abgeschafft worden. Jetzt fragen Sie sich, warum? Naja, also das ist auch Blaulicht und das ganze Blaulicht wirkt sich wiederum auf unsere Epiphyse aus, ja, was natürlich über die Augen gereizt wird und kann zu Schlafmangel führen, zu Durchschlafstörungen führen, unter anderem, also die Schlafmangel- und Durchschlafstörungen müssen jetzt nicht kommen durch etwas, was mich die ganze Zeit nur stört, vielleicht irgendwie ein Ärgernis in der Arbeit, was ich nicht verarbeiten kann, das kann natürlich auch sein, sondern es kann auch ein ganz banaler Schlafmangel, zum Beispiel durch zu viel Blaulicht, verursacht werden. Und wenn das über Jahre hinweg entsteht, diese, sag mal, die chronische Blaulichtemission, und man sich da nicht schützt, zum Beispiel auch durch solche, also ich habe zum Beispiel eine Brille auch, die so einen speziellen Filter hat, dann wirkt sich das so weit aus, dass wir sogar unser wichtiges Antioxidant, das Melatonin, welches auch ein Antagonist ist zum Stresshormon Cortisol, wird dann nicht mehr gebildet oder zu wenig gebildet, weil wir zu wenig schlafen. Ja, das ist also alles ein Ciclus Viciosus. Wenn wir dann noch zu wenig Bewegung pro Tag haben, dann haben wir zu wenig Sauerstoff. Sauerstoff ist aber auch wiederum wichtig. Für antioxidative Wirkungsweise. Das Ganze auch noch unterstützt durch Elektrosmog und jetzt vor allen Dingen durch 5G. Das wirkt auch wieder hier sich auf den Schlafmangel aus. Aber auch Elektrosmog, 5G, macht die Darmbarriere kaputt, beziehungsweise die geht dann auf. Ja. Das weiß man mittlerweile. Auch das hängt alles mit zusammen. Und natürlich machen das auch Schwermetalle, wie zum Beispiel Quecksilber, aus den Amalgamfüllungen oder Aluminium aus dem Wasser oder aus der Nahrung, aber auch Arzneimittel. All das wirkt sich indirekt wieder auch auf den Darm aus, wirkt sich aber auch auf die Sauerstoffkapazität, Bindungskapazität der Erythrozyten aus. Das heißt, das Ganze wirkt irgendwo dann auch wieder auf den Bereich Darm, aber auch auf den Bereich an sich ROS-Bildner. Ja. Dann haben wir Toxine wie zum Beispiel das Rauchen. Das Rauchen raubt uns unsere Antioxidantien immens. Ja. Also wirklich jeder einzelne Atemzug an einer Zigarette müsste sofort wieder aufgefüllt werden mit echten Antioxidantien. Und jetzt kommt noch ein Punkt, und das ist der Punkt hier unten, das ist die sogenannte instabile Wirbelsäule, wie Dr. Kuklinski beschrieben hat, in zum Beispiel dem Buch Schwachstelle Genick, ein sehr gut beschriebenes, einfach verständnisvolles Buch, also leicht zu verstehendes Buch. Diese instabile Wirbelsäule haben fast alle von uns, ohne es zu wissen. Also in Deutschland ist es sehr weit verbreitet, weil wir viel Sport machen, weil wir viel draußen sind, weil wir viel Freizeitaktivitäten machen und weil die Kinder schon in jungen Jahren viel fallen. Also das ist eine instabile Wirbelsäule, kann entstehen durch banale Stürze, aber auch starke Stürze oder auch durch Prügel der Kinder zum Beispiel oder durch einen Unfall. Und das wirkt sich eben auf das Gelenk aus
Und damit gibt es anoxidative, also Sauerstoffdefizitäre Situationen im Gehirn. Und das irgendwann produziert chronischen Nitrostress. Es ist wichtig, weil wenn man die Leute anamnestisch untersuchen möchte, sollte man immer fragen, ob sie auch Unfälle hatten und ob sie vielleicht seitdem plötzlich in so eine Art chronisches Fatigue-Syndrom gekommen sind. Ja? Das ist wieder der Bereich chronische Entzündung. Das gehört dann nämlich wiederum dazu. Das heißt, man müsste hier dann auch zum Beispiel mal sich die Wirbelsäule anschauen. Faktum ist aber, dass diese ganzen Zellstressfaktoren dazu führen, dass die Zellkraftwerke erschöpfen. Und das heißt, wir haben eine deutliche Beeinträchtigung der Zellatmung. Wir haben statt 38 ATP nur noch 2, wenn wir Pech haben. Was können wir jetzt an dieser Stelle schon mal gesagt tun, damit freie Radikale tatsächlich abgewehrt, also sprich neutralisiert werden durch sogenannte Elektronendonatoren? Und das macht die Natur eigentlich selbst. Die Mitochondrien werden eigentlich bestärkt und geschützt durch das bisher einzig entdeckte Wachstumshormon der Mitochondrien. Das nennt man auch Pyrroloquinolinquinon. Dieses PQQ, ja, das hat man mittlerweile isoliert und das wirkt als mitochondrialer Wachstumsfaktor. Das hat die Natur einfach eingerichtet. Dann haben wir aber auch das Ubiquinon 10, das sogenannte Q10, welches immer durch Selen wieder reduziert werden muss, wenn Q10 sein freies Elektron abgibt. Das ist als mitochondrialer Ladungstransporter sehr, sehr wichtig. Und dann das Superantioxidans des Glutathion. Diese drei sind eigentlich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtige Schutzsysteme. Und dazu gehören dann auch die Kofaktoren wie die Mineralien Zink und Mangan und Magnesium, aber auch Vitamine, die als Antioxidantien wieder das Glutathion oder das Q10 oder indirekt das Selen auffüllen mit Elektronen. Ähnlich wirken Polyphenole aus Pflanzen und auch schwefelhaltige Aminosäuren. Das Glutathion hatte ich vorhin jetzt als eines der drei wichtigsten Superschutzsysteme erwähnt. Es ist wirklich unser körpereigenes Antioxidans und es braucht eigentlich Aminosäuren, zum Beispiel Glycin, Glutamin und Cystein, aus denen das hergestellt wird, plus Vitamine B6, B12 und B9, also die Folsäure, beziehungsweise in dem Fall Folsäure. Und wichtig ist, dass wenn das zum Beispiel durch eine, ich sage jetzt wieder Fehlernährung oder Mangelernährung, zu wenig von diesen Aminosäuren vorliegen, dann kann der Körper dieses Glutathion selber gar nicht mehr so gut herstellen, wie er es benötigt. Und wenn dann zum Beispiel auch noch Q10, welches der Körper auch selber herstellen kann, fehlt und auch der Wachstumsfaktor vielleicht entsprechend nicht gut synthetisiert werden kann, dann funktioniert auch das Glutathion nicht mehr so gut. Jetzt muss man wissen, dass Glutathion mit dem Alter die Syntheseleistung natürlich auch abnimmt. Das Gleiche gilt auch für Q10. Und natürlich auch für viele andere Faktoren. Und das heißt, wann passiert meistens ein Burnout? Das ist ein mittleres Alter oder auch sogar im älteren Stadium, wo also sowieso schon gar nicht mehr so viel Glutathion produziert wird im Körper. Hier sehen Sie, wir haben hier ein wunderbares reduziertes Glutathion, welches sehr gut bioverfügbar ist, was ich hier an dieser Stelle schon mal zeigen möchte. Dann haben wir neben dem psychischen, mentalen und psychisch und physisch und mentalen Folgen auch hormonelle und immunologische Folgen. Nämlich unsere Katecholamine, also sprich das Noradrenalin, ist zu hoch, während das Adrenalin zu niedrig ist. Auch das Dopamin ist zu niedrig und das sind alles Neurotransmitter, die also die Nerven im Grunde als Neurotransmitter fungieren, genauso wie zu wenig Serotonin. Hier fehlt zum Beispiel dann wieder durch Fehlernährung Substrat, weil auch Serotonin kann hergestellt werden
insbesondere hauptsächlich im Darm. Da haben wir den Loop zu einer Darmstörung. Darmstörung bewirkt eben auch unter anderem Serotoninmangel. Und wir wissen ja auch, dass mittlerweile ein Darm, da komme ich aber gleich nachher noch drauf, der Darm, wenn der nicht gesund ist, dann wirkt sich das auf die Mens aus. Also auf die Mens, Mentis, also auf die, auf, ja, wie soll ich sagen, also man kann regelrecht Depressionen vorfinden bei Menschen, die Darmstörungen haben. Ja. Zusätzlich wird das Cortisol, das ist unser Stresshormon, das zeige ich Ihnen gleich auch noch, produziert. Das wird erstmal zu viel produziert. Irgendwann sind aber die Nebennierenrinden, die ja das Cortisol produzieren, so, sagen wir mal, ausgelutscht, dass zu wenig Cortisol gebildet werden kann. Das heißt, es ist morgendlich schon viel zu niedrig. Da zeige ich Ihnen aber gleich auch noch eine Grafik dazu. Dann haben wir auch eine Dysbalance von unseren Sexualhormonen, wie zum Beispiel Testosteron. Testosteron, Progesteron, Estradiol, DHEA, unser Wachstumshormon und auch unser Glückhormon. Zeige ich Ihnen nachher auch noch, warum das so wichtig ist. Denn Cortisol sollte immer mit einem guten Testosteronspiegel vorliegen. Testosteron nimmt aber auch mit dem Alter ab. Also es ist ja wichtig, das wird ja hergestellt in Muskeln. Mit dem Alter schwinden die Muskeln, wenn man sie nicht täglich trainiert. Das heißt, wir haben dann irgendwann auch zu wenig Testosteron. Testosteron ist wichtig für die Muskelarbeit unter anderem auch. Und so wissen wir zum Beispiel, das Herz ist ja auch ein Muskel. Jetzt haben wir zum Beispiel dann auch Frauen, die aufgrund der Menopause in Testosteronmangel kommen oder auch im Estradiolmangel kommen, wie auch immer. Dann kann sich das indirekt auch nochmal verstärken, wenn wir da auch zum Beispiel eine Arbeitsüberlastung haben, die dann schlussendlich in den Burnout-Syndrom mündet. Dann haben wir aufgrund dieser hormonellen Folgen auch zu wenig, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Melatoninproduktion, unser Antioxidans, aber auch unser Schlafhormon. Und wir haben, das hatte ich auch gesagt, eine eingeschränkte Immunstabilität der natürlichen Kinderzellaktivität und damit auch die Bildung von proinflammatorischen Zytokinen, also Mediatoren, die Entzündungen vorantreiben. Zum Beispiel das Interleukin 1 oder Tumornekrosefaktor Alpha. Die werden jetzt verstärkt exprimiert, also gebildet. Das heißt, wir haben hier ein Entzündungsphänomen tatsächlich. Ich habe ja auch gesagt, wenn die Pankreaszellen, die Beta-Zellen zum Beispiel, durch ständige Glukoselast irgendwann nicht mehr arbeiten können, also der Pankreas sozusagen sich entzündet, dann kommt das irgendwann auch zu einer Insulinresistenz. Wir haben irgendwann auch eine Vasokonstriktionserhöhung, das heißt eine Hypertonie bildet sich aus, ganz typisch bei Patienten, die zu viel Stress haben. Ich hatte gesagt, das Cortisol ist unser wichtiges, eines der wichtigsten Stresshormone. Zunächst wird normalerweise Adrenalin ausgeschüttet und Noradrenalin und so ungefähr nach 10 Minuten wird dann das Cortisol ausgeschüttet. Und Cortisol, wenn es eben zunächst mal normal ausgeschüttet wird bei einer normalen akuten Stresssituation, zum Beispiel, der Chef hat mich gerade angeschnauzt, ja, das ist jetzt eine akute Stresssituation, dann ist es ja erstmal sinnvoll und evolutionsbiologisch auch gut, weil der Körper wird darauf vorbereitet, sozusagen schnell viel Glucose, also sprich Energie bereitzustellen, ja, auch auf längere Sicht hin. Wenn wir aber jetzt tatsächlich eine chronische Cortisolausschüttung durch ständigen Stress haben, dann wirkt sich dieser Cortisolspiegel negativ aus, weil Cortisol im Gegensatz zu Adrenalin, welches sehr schnell Energie liefern soll, hemmt nicht Insulin. Das heißt, wir haben permanent eine Insulinausschüttung, damit auch einen gesteigerten Appetit, weil ja eigentlich die Glucose schon durch das Insulin
sozusagen abgebaut wird oder abtransportiert wird. Wir haben eine verstärkte Fetteinlagerung. Das Ganze ist eigentlich eine Folge des Cortisols. Ja, das haben wir vorhin schon gesagt, auch das Immunsystem verändert sich, beziehungsweise es wird supprimiert. Wir haben erhöhte Bluthochdruckwerte aufgrund von zu viel Cholesterin und Triglyceriden und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht mehr aufs Genaue eingehen, aber was ich hier zeigen wollte, ist, dass Cortisol tatsächlich verändert unsere Gehirnchemie. Ich habe ja gesagt, es verändert hormonell und immunologisch eben die Katecholamine sowie auch die Neurotransmitter. Und deswegen ist es hier ein wichtiger Part für die Entwicklung von Depressionen, für die Entwicklung von Panikattacken, von Angststörungen. Zusätzlich wirkt sich erhöhtes Cortisol auch auf den Darm aus, nämlich es verändert regelrecht die Zusammensetzung unserer Darmmikrobiota, dahingehend, dass sich jetzt mehr so Fettmacherbakterien ansiedeln und die, oder die Dickmacherbakterien, muss man eher sagen, wie zum Beispiel die Firmicuten. Es erhöht aber auch die Darmschleimhaut, das heißt, wir haben hier regelrecht fast schon ein Leaky Gut, also tatsächlich weiß man zum Beispiel, dass Hochleistungssportler, nur mal als Beispiel, die machen ja auch, die haben ja auch ständig einen oxidativen Stress, der da anfällt, wenn sie zu viel trainieren. Die haben sehr häufig Pilzbefall, Panikabefall, die haben sehr häufig Magen-Darm-Problematiken. Eben weil Stress sich auch auf die Darmpermeabilität auswirkt, dahingehend, dass sie sich nicht mehr so gut schließen können, die Endothelien, und ein Dickert entstehen kann und dadurch eben auch eine erhöhte Produktion von Substanzen, die Entzündungen hervorrufen können, ins Blut kommen. Was kann man nun schauen oder was kann man labordiagnostisch machen, um zu schauen, wie stark ist denn jemand schon gestresst, ist er schon in einem Burnout oder einfach nur gestresst? Da bieten sich zum Beispiel das Cortisol-Tagesprofil an, 2 bis 5 Messungen oder das Neurostressprofil, was die Katecholamine misst. Dann haben wir sogar eine gute Diagnostik, wie es um die Gesundheit unserer Mitochondrien ausschaut, nämlich über den sogenannten bioenergetischen Gesundheitsindex sowie Aktivitätsmessung der Mitochondrien. Dann kann man schauen, okay, wie sieht es aus, was Blutdruck, Bluthochdruck anbelangt, Homocystein. Wir können aber auch die verschiedenen Mineralien mal messen. Wir können auch die Schilddrüse mal messen. Wir können Entzündungsparameter messen. Wir können Neurotransmitter messen und entsprechend auch den Omega-3-Index messen, um zu schauen, wie gut sind eigentlich meine Entzündungsinhibitoren. Dazu gehört nämlich Omega-3, nämlich das EPA vor allen Dingen. Oder wir können auch mal schauen, wie sieht es denn mit unserem Darm aus. Das heißt, wir können hier eine Stuhldiagnostik machen, eine Metabolon, also Stoffwechselabfall oder Stoffwechselprodukte der Mikrobiota-Diagnostik überprüfen, ob wir vielleicht hier auch schon ein Leaky Gut vorliegen haben. Ja, und wenn wir zum Beispiel einen sehr hohen nitrosativen Stress haben, das hatte vorhin die instabile Halswirbelsäule, das instabile Genick erwähnt, das sehr viel Nitrostress verursacht, und dann können wir das auch zum Beispiel daran erkennen, wenn wir zu wenig B12 haben, Vitamin B12. Und das können wir über eine Urinmessung der Methylmalonsäure machen, die nämlich ansteigt, wenn wir zu wenig B12 haben. Und das dann wiederum indirekt einen Hinweis auf nitrosativen Stress anzeigt. Ich hatte das Cortisol-Tagesprofil erwähnt. Das kann man sowohl für akute als auch für chronische Stressbelastungen heranziehen. Und das sehen Sie mal hier in Pink, so sieht es aus, ein normaler Stress. Entschuldigung, nicht in Pink, ich meine also in Gelb-Orange, so sieht es aus. So sehe es normalerweise aus. Das heißt, am Morgen, wenn ich aufwache, sollte mein Cortisol bei ungefähr, sagen wir mal, 23 Nanomol pro Liter liegen. Das sinkt dann ab und hat dann nochmal nachmittags einen kleinen Peak und verschwindet dann schön gemütlich am Abend, damit wir auch wieder einschlafen können, normalerweise gegen 10 Uhr.
abends. Wenn wir aber jetzt schon den gestressten Patienten hier mal überprüfen wollen, und meistens macht man das tatsächlich mit Messungen morgens beim Aufstehen, also mit Spuck, Speicheltest, Saliva, Speicheltest, kann man anfordern, kann man Eppendorf-Tütchen spucken und dann kann man eben verschiedene Uhrzeiten messen. Ich habe jetzt gerade gesehen, ganz immer hat jetzt im November glaub 5 Messwerte rausgebracht und nochmal auch die Messwerte an sich abgeändert, nochmal enger gefasst tatsächlich. Ich habe gerade erst gestern bei einer Patientin gesehen. Also auf jeden Fall, wenn jemand gestresst ist, dann hat er schon mal einen viel niedrigeren Cortisolspiegel und hat einen erhöhten Peak, ja. Und der fällt dann ganz schnell nach unten hin zum Abend hin ab. Wenn wir jetzt einen Burnout-Patienten haben, dann sehen wir hier eigentlich fast keine große Bewegung mehr. Das fällt so quasi linear ab. Ja, es gibt da keine großen Schwankungen mehr. Und man sieht auch, dass der Cortisolspiegel morgens noch nicht mal mehr die Hälfte von dem ausmacht, wie es normal wäre. Deswegen kommt man hier wirklich nicht regelrecht aus dem Bett. Man liegt sich flach im Bett, weil man die Energie nicht hat zum Aufstehen. Das heißt, die Messwerte sind alle unter Normbereich. Ja, und das Gleiche gilt bei diesem Neurotransmittertest, der eben auch die Katecholamine, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin überprüft und natürlich auch hier auch erkennen kann, dass wir da zu wenig haben. Das Noradrenalin ist erhöht, wie ich vorhin sagte, Adrenalin ist erniedrigt. Das Dopamin ist stark erhöht. Ja, und dann kann man das Ganze auch mal als Prozenten darstellen und dann zeigt sich eben, dass der Prozent auch stark erhöht ist, weil eben nur Adrenalin erhöht ist und Adrenalin sehr gering ist. Das heißt, wir haben hier auch einen Befund, der messbar zeigt, wie sieht es aus mit der eigentlichen akuten und oder chronischen Stressbelastung. Ganz wichtig ist Tryptophan, Vorstufe für Serotonin ist, wird vermehrt in eine andere Richtung abgebaut, nämlich in L-Kynurenin und steht damit nicht mehr der Serotoninsynthese zur Verfügung, die ja wiederum wichtig ist für, ich sag jetzt mal, für das Wohlbefinden und Glücksbefinden an sich. Das heißt, wenn wir zu wenig Serotonin produzieren, geht es uns schlecht und Depression steht vor der Tür. Ja, und auch unser Gefühlsleben ist wirklich stark beeinträchtigt. Wir wissen einfach, dass chronischer Stress eben durch oxidativen Stress die Mitochondrien schädigt. Ja? Und auch in den Mitochondrien, muss man wissen, werden Vorstufen produziert für Neurotransmitter und Antistresshormone. Deswegen ist es wichtig, dass diese mitochondriale Gesundheit aufrechterhalten bleibt. Jetzt habe ich ja gesagt, dass der Darm auch ganz wichtig ist und hier möchte ich einfach mal auch auf unser Webinar zum Thema Darm nochmal hinweisen, das ich letztes Jahr gehalten hatte, dass im Darm eben tatsächlich Stressbotenstoffe produziert werden, aber auch Glückshormone wie das Serotonin, nämlich bis zu 90%. Und wenn wir ein gestörtes Darmmikrobiom haben, dann haben wir fast immer aufgrund dieser direkten Verbindung des Darmes, ja, auch über den Vagusnerv und über ganz viele verschiedene Stoffwechsel, Metabolite der Bakterien und so weiter. Wenn das also gestört ist, dann wirkt sich eine Entzündung hier auch immer auf das Gehirn aus, dass es wirklich zur Entzündung im Gehirn kommen kann. Und Depression ist nichts anderes als wirklich eine Entzündung des Gehirns. Und Sie sehen zum Beispiel hier bei Patienten, die ein sogenanntes Reizdarmsyndrom haben, haben die Hälfte davon schon Depressionen oder Angststörungen. Denn die Bakterien bilden unsere Vorstufen für Neurotransmitter. Da habe ich Ihnen einfach mal hier ein paar aufgeführt. Das hat man hier in 2018 mal dargestellt und 2019. Und ich finde es sehr bemerkenswert, weil wenn man das einem Patienten zeigt und man da mal eine Metabolomanalyse oder Mikrobiota-Analyse oder Stuhlanalyse an sich macht, dann wird man erkennen, okay, wenn wir hier eine Verschiebung der guten Bakterien haben, dann fehlen uns eben auch unsere Neurotransmitter. Und das Gleiche wurde eben schon beschrieben in dem 2018 erschienenen Abstract bzw. Publikation von Appleton
dass eben hier ganz deutlich der Darm beeinflusst eben wie man sich fühlt, wie gut man denken kann, also wie gut die Kognition ist, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit, aber auch wie die mentale Gesundheit aufgestellt ist. Ne? Das, weil wir haben ja diese diese Darm-Hirn-Achse, und da erkennt man eben eindeutig, dass die Mikrobiota tatsächlich das Hirn beeinflusst und die Hirngesundheit beeinflusst. Und auch in der deutschen pharmazeutischen Zeitung wurde das bereits beschrieben. Also es gibt zig Studien mittlerweile, die das eigentlich darstellen. Das geht bis hin zur Alzheimer-Demenz, bis hin zu Parkinson und Co. Dann habe ich gesagt, Fehlernährung, Mikronährstoffmangel, aber auch Makroüberflutung, Makronährstoffe, also Kohlenhydrate. Ich sage jetzt mal Zucker, im weitesten Sinne Glucose. Alles, was viel Kohlenhydrate beinhaltet, die schnell sozusagen aufgenommen werden, ich nenne es einfach mal Junkfood an sich, oder auch die ganzen Soda-Produkte wie Cola und wie sie da alle heißen, die führen dazu, dass der Körper ständige Blutzuckerschwankungen hat, die irgendwann zu einer Pankreasschwäche führen und irgendwann zu Hypoglykämien führen. Das heißt, der Körper hat zu wenig Zucker, Blutzucker. Was macht er? Er fängt sofort an, wieder zu essen. Und was isst er? Wieder leere Kohlenhydrate. Sie kennen es mit Sicherheit, wenn Sie Stress haben. Erstmal essen Sie gar nichts. Und wenn Sie dann Dauerstress haben, dann fangen Sie an, alles reinzufuttern, was ganz schnell wieder angeblich Energie bringt. Nämlich die Pizza oder die Pommes oder die Schokolade oder den Snicker, wie auch immer. Das führt dazu, dass wir so permanente Schwankungen haben des Blutzuckers und irgendwann will die Bauchspeicheldrüse nicht mehr. Es geht dann bis zur Insulinresistenz, aber auch zur Leptinresistenz, unser Hormon, was uns das Sättigungsgefühl beschert. Das heißt, wir haben auch kein Sättigungsgefühl mehr und wir fangen an, wirklich in Anführungszeichen zu fressen, ja? Weil wir nicht mehr, wir fühlen nicht mehr, dass wir gesättigt sind. Wir haben also quasi ständig Hunger. Ja? Bei psychischen Vorerkrankungen, also wie zum Beispiel, wenn da schon Panikattacken im Vorfeld bestanden, dann erinnert sich wieder an dieses Schaufenster von der DGPPN. Auch chronische Vorerkrankungen können eben zu einem Burnout führen. Da haben wir es wieder. Diese chronischen Vorerkrankungen werden noch zusätzlich durch schlechte Kohlenhydrate, also die leeren Kohlenhydrate, getriggert, regelrecht durch Hypoglykämien. Ich gehe jetzt nicht auf die Biochemie ein, aber sollte man sich einfach mal vor Augen führen, dass eben auch die Ernährung, eine gute Ernährung, da sofort schon mal helfen kann. Was ganz gut ist, hier an dieser Stelle, wie ich schon mal gesagt habe, bei Insulinresistenz, wenn das zum Beispiel eine chronische Vorerkrankung schon ist, die dann zusätzlich noch zum Burnout dazukommt, sollte man eben auf jeden Fall schauen, dass wir Mikroben substituieren, dass wir Zink substituieren, Selen und so weiter, aber auch wichtige Öle, wie zum Beispiel das Borage- oder Nachtkerzenöl, und dass wir eben schauen, dass wir was bei der Pankreasstörung machen, dass wir zum Beispiel schon die Proteine geben. Wenn wir auch schon Leberstörung haben durch überlastete Pankreas-Funktion, dann bräuchten wir auch zum Beispiel Marienlist, um die Leber zu unterstützen. Wir haben auch gesagt, dass Fettsäuren, erinnert sich Omega-3, auch wichtig ist, weil man Mangel von diesen ungesättigten Fettsäuren tatsächlich auch im Burnout verstärken kann, nämlich weil der ganze Körper geschwächt ist. Es entstehen dann nämlich zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, weil das Mikrobiom nicht richtig funktioniert. Wir haben Leaky Gut und dann entstehen dadurch die typischen Zivilisationserkrankungen. Aber auch die schlechten, sage ich jetzt mal, Fettsäuren werden dominant, wenn wir nicht genügend ungesättigte Fettsäuren da haben. Das heißt, Leukotriene zum Beispiel machen Entzündungen oder können Entzündungen verursachen, Prostaglandine ebenso. Und die werden nicht mehr kontrolliert, wenn zu wenig ungesättigte gute Fettsäuren, also Omega-3, das EPA und DHA vorliegen. Außerdem wissen wir, dass ein Ungleichgewicht der Eicosanoide
zu denen eben diese Entzündungsfaktoren gehören, durch ernährungsbedingte Insulinerhöhung, Zuckerlast, habe ich gesagt, auch ins Ungleichgewicht kommen können. Auch hier wieder die Gabe von Fischöl, wie zum Beispiel Omega-3-Kapseln, die wir auch hier bei Evolution haben, oder eben auch zusätzlich das Nachtkerzenöl, was auch die ungesättigten Fettsäuren mit beinhaltet. Dann aber auch die Umstellung der Ernährung auf eine Low- oder Flexicarb-Ernährung und auf keinen Fall gehärtete Fette, ja, wie zum Beispiel in Fleisch oder in Butter und so weiter zu finden sind. Was haben wir also für ganzheitliche Therapieoptionen? Auf jeden Fall eine Ernährungsumstellung, auf jeden Fall auch auf antientzündliche Ernährung, weil auch Ernährung, also Nahrungsmittel regelrecht zu Entzündungen führen können, aufgrund von zum Beispiel Lektinen, aufgrund von Gliadin, Gluten, aufgrund von Casein, Alpha und so weiter. Da muss man eben dann wirklich mal sich einen Ernährungsberater suchen, damit man hier weiß, was darf ich essen, was sollte ich nicht essen. Dann auf jeden Fall die Supplementierung durch Mikronährstoffe, den Darm sanieren. Ja, und all das andere hier geht mehr so auf die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegenüber den sogenannten äußeren Stressoren plus entgiften, entsäuern, weil Stress heißt ja eben Säurelast. Das heißt, hier muss man auch dann mal mit Spurenelementen, mit Mineralien auffüllen, um die Säure abzupuffern. Moderater Sport, auf keinen Fall Hochleistungssport, wirklich nur wenig Sport, moderater Sport. Dann gibt es eben andere Therapiemöglichkeiten, ganz wichtig, zum Beispiel MBSR oder Atemtherapie, Meditation, Yoga und was es da noch alles gibt. Ernährungsumstellung, hier kurz erwähnt. Um unser gute Mikrobiota zu pushen, brauchen wir schon mal Mikrobiota, die wir in rohen, vergorenen Nahrungsmitteln finden, wie zum Beispiel rohem Sauerkraut, selbstgemachten Kefir, selbstgemachten Kimchi und so weiter. Da kriegen wir schon mal die ganzen wichtigen Milchsäurebakterien. Und die brauchen wiederum gutes Futter. Und das ist zum Beispiel in Form von jeglicher Art von Gemüse. Aber insbesondere, was ich da wirklich gut, wenn man es verdauen kann, Topinambur, die ganzen Knoblauchgewächse wie Lauch oder Knoblauch, Zwiebeln, aber auch Spargel, Schwarzwurzeln, die haben alle schön viel präbiotische Faserstoffe, die diese Bakterien hier lieben. Plus resistente Stärke und auch wieder das wichtige Öl, weil das ist auch wiederum Futter für die Milchsäurebakterien, überhaupt für die guten Bakterien, auch die Grüntee-Katechine und die Erler, also Alpha-Linolensäure aus dem Leinsamen oder Chia, sind wichtig für unsere Entzündung oder antientzündlich. Und all das, was ich hier unten stehen habe, ist eben aus der Nahrung rauszuschmeißen, um die Entzündung herabzusetzen im Körper. Plus regelmäßig Intervallfasten hilft, diese Schwankungen, diese Hypoglykämie und Hyperglykämien zu unterbinden und ab und zu mal nichts zu essen, hilft sehr, auch zum Beispiel Zellschäden zu regenerieren und Zellmüll abzutransportieren, einfach auch der Entgiftung im Körper zu helfen. Ja, jetzt haben wir ja das Thema Mikronährstoffe. Ich gehe jetzt hier mal ganz schnell drüber, weil wir schon eine Stunde rum haben. Wichtig ist, um den Darm überhaupt mal zu regenerieren, sofern er zum Beispiel hier schon ein Leaky Gut vorliegen hat, ja, dass man erstmal das Leaky Gut erstmal diagnostiziert, haben wir ja gesehen, plus es dann erstmal beheben muss. Und dazu müssen wir also die Endothelzellen wieder aufbauen. Und da brauchen wir einfach alle Arten von wichtigen Mikronährstoffen, aber auch Aminosäuren wie das Glutamin, plus das B6 und B2 und die verschiedenen Mineralien sehen wir alle hier. Ja. Das können Sie aber gerne auch nochmal in unserem Webinar zum Thema Darm, Leberreinigung nachhören. Da gehe ich viel ausführlicher drauf ein. Aber auch für das darmassoziierte Immunsystem brauchen wir verschiedene Mikronährstoffe, weil wenn das hier schon geschädigt ist, muss es natürlich auch unterstützt werden, damit hier
wir die gesunden Zellen, den gesunden Mucus und unsere Bakterien wieder ansiedeln lassen können. Weil erst wenn das hier wieder aufgebaut wird, dann können sich auch unsere guten Mikrobiota wieder ansiedeln. Das heißt, wir müssen erstmal sanieren, dann mit Pro- und Präbiotika befüllen, dann die Entzündungen entsprechend entgegensteuern mit Kurkumin, dann brauchen wir Multivitaminkomplexe. Ja, und auch zum Entgiften und zum Ausleiten haben wir grüne Mineralerde, gibt es alles bei Evolution. Auch das Zellit zum Beispiel kann mir helfen. Ich habe hier auch mal die Huminsäure aufgeführt, ist sehr wichtig auch zum Binden von Schwermetallen und so weiter, genauso wie Chlorella. Ja, das braucht man einfach, um die Darmsanierung im Anschluss machen zu können. Wenn wir jetzt auf die Mitochondrien gehen, die eigentlichen, die ja unser ACP herstellen, also wir haben jetzt gelernt, die Mitochondrien müssen geschützt werden, sonst kriegen wir keine Energie. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter, einfach hier mitochondriale Biogenese, also dass die sich vermehren können. Mitochondrien sind nichts anderes als Bakterien, die eingewandert sind, das heißt, die fördern, also die vermehren sich ja auch, und um sie zu vermehren, brauchen wir genügend Eisen. Da kommen wir auf die Nährungsumstellung. Wir brauchen genügend Schwefel. Wir brauchen diese Stoffe. Wir brauchen Arginin. Wir brauchen Leucin, also die Aminosäuren, den Wachstumsfaktor. Den kann man mittlerweile tatsächlich sogar kaufen. Meines Wissens isoliert. Also wenn die Mitochondrien schon wirklich sehr, sehr arm sind, sehr, sehr kaputt sind. Aber das müsste man halt über so ein Neurostressprofil und mitochondrialem Stressprofil erstmal im Labor überprüfen. Auf jeden Fall auch Grüntee-Katechine, aber auch die sekundären Pflanzenstoffe an sich sind hier sehr wertvoll für auch die mitochondriale Gesundheit. Dann um die Zellmembran, also jegliche Art von Zellmembran zu stabilisieren, brauchen wir gute Omega-3-Fettsäuren. Da haben wir die EPA und DHA und die Phospholipide, die sehr wichtig sind für die Doppelmembran, aber auch Vitamin E. In verschiedenen Tocopherolen am besten, sowie L-Carnitin als Transporter für die Fettsäuren. Und was ganz interessant ist, man kann auch tatsächlich durch ein Kältetraining zum Beispiel, indem man sich jeden Morgen kalt duscht und dann irgendwann auch mal sich ins Eiswasser legt, das muss man aber wirklich trainieren und unter Anleitung am besten erstmal versuchen, und ein moderates Ausdauertraining kann man die Mitochondrien auch unterstützen. Natürlich auch die Kohlenhydratreduktion haben wir gelernt. Wir wollen keine Glukoselast mehr und intermittierendes Fasten. Das ist hier nochmal unter körperlicher Intervention aufgeführt. Und damit die Mitochondrien einfach aktiviert sind und auch deren Energiegewinnung gefördert wird, habe ich Ihnen hier nochmal zusammengefasst, was so die wichtigsten Stoffe eigentlich sind. Fürs Gehirn an sich habe ich hier mal ein paar Produkte Ihnen aufgeführt. Dieses VitAge 120, was eigentlich ursprünglich für Sportler entwickelt wurde, ist eigentlich für jeden gut, wenn man tatsächlich alles an Nährstoffen, Mikronährstoffen, Kohlenzyme und so weiter benötigt. Allerdings sollte man das dann auch berücksichtigen, weil wir hier auch ein bisschen Zucker mit drin haben, also Traubenzucker, dass man danach auch gleich sich wieder bewegt. Aber da haben Sie Vitamin C, da haben Sie alle Arten von Vitaminen drin. Wir haben die ganzen Mineralien und so weiter. Denn fürs Gehirn brauchen wir einfach Magnesium, wir brauchen das B-Komplex, wir brauchen aber auch bei einem erhöhten Noradrenalin und erniedrigten Adrenalinspiegel, und Sie erinnern sich, das wurde im Neurostressprofil ja auch so gemessen bei den Patienten, bräuchten Sie womöglich auch das sogenannte SEMI, das heißt das S-Adenosyl-Methionin haben wir hier auch. Wenn jemand zum Beispiel schlecht durchschläft oder Schlafstörungen hat, dann kann er sich zum Beispiel auch über das natürliche 5-Hydroxytryptophan probieren. Wichtig ist es, dass man einfach mal vorher erstmal schaut, wie sieht das aus, zellulär, auf zellulärer Ebene, damit wir schauen, braucht der Mensch eigentlich alles oder braucht er eine bestimmte Mineralien oder Vitamine. Auf jeden Fall Vitamin D3 ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der ist nämlich tatsächlich bei den meisten Leuten zu niedrig. Gerade jetzt im Oktober ab Oktober eigentlich ist die Sonne nicht mehr im richtigen Einfallswinkel bis April, und deswegen brauchen wir eine Supplementation von Vitamin D3. Unser natürliches Antidepressivum. Es wirkt nämlich gegen Depressionen regelrecht
Das ist in Studien nachgewiesen. Es wirkt bei Schlafstörungen, es wirkt bei chronischer Müdigkeit, Übergewicht, Hypertonie bis hin zu Underlying Diseases, also all das, was ich Ihnen vorhin eher gezeigt hatte. Magnesium wiederum ist ein wichtiger Regulator für Stresshormone. Also regelrecht hat es eine wichtige Rolle bei der Erregungsleitung auf der einen Seite, ja, Nervenreiz, Weiterleitung, aber auch bei der Speicherung und Freisetzung von unseren Neurotransmittern und Hormonen. Und wichtig ist nämlich, dass der letzte Schritt unserer Atmungskette, es gibt ja mehrere Schritte, um dann wirklich das ATP zu produzieren, brauchen wir Magnesium. Und wenn wir das im letzten Schritt nicht zu wenig haben, wird zu wenig ATP gebildet. Ganz banal. Ja, es ist abhängig von Magnesium. Und deswegen, wenn es fehlt, dann sind wir schlapp, haben Verspannungen, haben Magen-Darm-Problematiken, aber sogar milde bis mäßige Depressionen und Angststörungen. Ja, das kann wirklich aufgrund von Magnesiummangel auch ausgelöst werden. Das unterdrückt die Freisetzung von den Stresshormonen Adrenalin und Noradrenalin und verringert somit die Entstehung von Stress. Ja? Wichtig ist, dass es auch ein gutes Muskelrelaxant ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt mit den Verspannungen. Ja, und wir haben hier auch verschiedene Magnesium-Pulver, entweder das Kalium-Magnesium-Citrat, ja, da haben sie es schön ausgewogen, oder wenn sie es nur als Magnesium brauchen und wir kriegen Kalium von woanders her, dann ist da auch ein Monopräparat hier in einer schön organisch gebundenen Magnesium-Citrat-Kombination einnehmbar. Ich habe gesagt, Q10 ist eines der wichtigsten Stoffe des Körpers, um die ATP-Synthese überhaupt voranzutreiben, weil die ersten drei Schritte der Atmungskette sind Q10 abhängig. Die vierte haben wir gelernt, ist Magnesium abhängig. Haben wir auch ein wunderbares Präparat, was Sie als Kapsel einnehmen können. Es gibt es natürlich alles bei Evolution. Sie finden hier auch wieder den Aspekt Depressionen. Ja, Feindseligkeit haben wir gehört, bei Burnout-Patienten ist es ganz häufig so. Schlafqualität wird verbessert, die Entzündungsdämpfung wird vorangetrieben. Alles in Studien festgestellt worden, zum Beispiel auch bei Patienten, die unter Fibromyalgie leiden. Daher rührt eigentlich diese Zusammenstellung, kann ja auch wieder eine chronische Entzündung sein, die den Körper stresst. Selen ist wichtig, um Elektronen an unser Q10 wieder abzugeben. Also Sie erinnern sich, Atmungskette, Elektronenübertragung. Und wir brauchen immer Selen, um das Q10 wieder aufzufüllen. Also wichtig für die Regenerierung und damit wichtig für die Energiegewinnung. Zudem steuert es auch die Schilddrüsenhormone, weil es nämlich ein Enzym gibt. Das ist diese Typ-1-Jod-Tyronin, 5-Jodase, die ist tatsächlich selenabhängig. Also die funktioniert nur, wenn wir genügend Selen haben, dass wir das aktive Schilddrüsenhormon produzieren können. Dann ist es ein wichtiger Partner hier für diese drei Selenoproteine. Ja? Und man hat festgestellt, wenn man verschiedenste Selenverbindungen kombiniert, zusammen auch noch mit Zink, dann ist die höchste Bioverfügbarkeit gegeben. Omega-3-Fettsäuren, habe ich gesagt, sind super wichtig bei Entzündungen. Sie dämpfen die Entzündung, denn sie stabilisieren unter anderem auch die Zellmembran. Ja? Wichtig auch für den Herzmuskel. Die sind ja auch sehr wichtig. Der ist ja beim Stress meistens dann auch in Mitleidenschaft gezogen. Das ist mir plötzlich ein Herztod oder beziehungsweise Herzinfarkt. Ne? Dann wichtig das DHA für die Gehirnfunktion, aber auch für den Sehnerv. Und wir haben gelernt, dass die Omega-3-Fettsäuren auch wichtig sind für das Mikrobiom. Grundsätzlich hemmen sie chronische Entzündungen. Ja? Und Entzündungen sind nicht gut, haben wir gelernt, weil sie dauernd oxidativen Stress bedeuten. Dann haben wir auch auf der mentalen, emotionalen Ebene wunderbare Pflanzenextrakte und auch Pilze, wie zum Beispiel hier im Anti-Stress-Komplex, da haben wir den Cordyceps sinensis mit drin, wir haben hier aber auch den Ginseng mit drin, die Süßholzwurzel zum Beispiel, die bei der ausgebrannten Nebennierenrinde wirksam ist,
finden Sie in verschiedenen Präparaten, aber auch zum Beispiel die Kardinaltinktur, STA6-Komplex, die allein 13 verschiedene Inhaltsstoffe, adaptogene Pflanzeninhaltsstoffe hat, wirken wunderbar mental, physisch, energetisierend. Genauso wie eines der wichtigsten, sagen wir mal, Pflanzen aus der TCM, des Astragalus, ja, was hier bei depressiven Verstimmungen wirkt, genauso wie alle anderen auch, aber da ist einfach mal ein großer Auswahlbereich zu finden bei Evolution, auch das wunderbare CBD, 10%ige Hanföl, ja, was hier zum Beispiel auch sehr wertvoll bei Burnout, bei Stress, aber bei Depressionen, wiederum bei Entzündungen wirkt. Ja, natürlich auch bei all den anderen Dingen, wir haben ja gesagt, die chronischen Erkrankungen können ja auch wieder zum obstetrischen Stress beitragen, oder tun es auf jeden Fall. Und da wirkt dieses wunderbare CBD, was wirklich in Österreich angebaut und hergestellt ist und vor allen Dingen mit Kohlendioxid extrahiert wird. Also wir haben hier wirklich den gesamten Bereich der Hanfpflanze mit drin und damit auch am wirksamsten ist. So, was haben wir gelernt? Und das ist noch ganz wichtig, wenn Sie jemanden haben, der Burnout hat oder Depression hat und oder beides hat, dann weiß man mittlerweile wirklich, dass die psychischen, psychologisch, psychiatrischen Unterstützungen erst dann greifen oder am meisten und am besten greifen, wenn der Mensch vorher mit Mikronährstoffen, wie wir jetzt gelernt haben, Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren wirklich aufgefüllt ist. Das heißt, die Zelle hat wieder Funktionalität, dann können Sie mit der Psyche weitermachen. Das weiß man mittlerweile wirklich und das ist, finde ich, sehr wichtig. Und leider Gottes gibt es immer noch so viele Psychologen und Psychiater, die null Ahnung von orthomolekularer Medizin haben, das muss ich leider wirklich sagen. Allein bei meiner Ausbildung von den 60 Teilnehmern war nicht einer, noch ein Psychologe war dabei, kein einziger war dabei, kein einziger. Aber der hatte vorher schon eher OM-Therapie gemacht. Die anderen machen nichts diesbezüglich. Also das heißt, schauen Sie erstmal wirklich, wie sieht es in der Zelle aus, wie sieht es in Mitochondrien aus und füllen Sie auf. Dann schauen Sie den Darm an, denn der Darm, haben wir gelernt, ist wichtig. Entzündet der Darm, entzündet auch das Gehirn, keine Depression ausbilden, was nichts anderes ist als ein entzündetes Gehirn. Das heißt, die Darmgesundheit ist elementar wichtig und damit auch die Ernährung, die Ernährungsumstellung womöglich, aber auch die mentale Entspannungstechniken, Atemübungen und so weiter sind genauso wichtig, die auch wiederum sich gut und positiv auf den Darm auswirken. Dann können wir das Ganze unterstützen durch Pflanzen, die sowohl mental, emotional und physisch ausgleichen können. Da haben wir eben sehr viele schöne, wirklich sehr viele schöne Kardinaltinkturen, das finde ich schon einzigartig für Evolution, wo Sie wirklich ausprobieren können, was am sinnvollsten für den jeweiligen Patienten ist. Und last but not least, die inneren Antreiber sollten überprüft werden. Da können Sie bitte gerne auch mal auf das Webinar Resilienz, das ich gehalten habe, dieses Jahr zurückschauen. Da zeige ich Ihnen auch, wie Sie die inneren Antreiber erkennen können und wie Sie dagegen vorgehen können, damit Sie eine Widerstandsfähigkeit mentaler Art aufbauen können, damit Sie eben nicht mehr sich alles auf den Tisch schlagen lassen, sondern auch mal Nein sagen können und sich selber sehr viel mehr spüren lernen und achtsamer mit sich umgehen können. Denn nur wenn man achtsam mit sich selbst ist, dann wird man erkennen, dass der Körper jetzt mal eine Pause braucht. Ich habe Ihnen hier ein paar Bücher zusammengestellt. Bücher sind natürlich immer schon wiederum ein paar Jährchen alt, bevor sie überhaupt in den Print gehen. Dennoch, das hier zum Beispiel das Neueste, das sind viele Informationen. Hier mit dem Professor Hasler persönlich, muss ich sagen, habe ich mehrfach telefoniert, er hat ein super Buch geschrieben über die Darm-Hirn-Verbindung. Das ist die neueste Ausgabe.
aber auch von Kyra Hoffmann. Also ich habe hier keinerlei irgendwelche Verbindungen zu diesen Autoren, aber ich habe mit diesen Büchern gearbeitet. Auch die sind sehr, sehr interessant, sehr eher wissenschaftlich geschrieben. Sie können sich gerne nochmal einlesen, weil ich finde, es einen sehr, sehr wichtigen Punkt, mehr noch zu erfahren über das Burnout, weil das Burnout an sich ist ja nur ein Syndrom und es gibt eben viele Nuancen und ich sage mal, es ist wie ein Chamäleon. Und je früher man es erkennt, dass man darauf hinsteuert, desto schneller kann man der Zelle wieder helfen durch besagte Therapieansätze, die ich Ihnen hoffentlich jetzt klar machen konnte. So, dann herzlichen Dank, dass Sie bis jetzt zugehört haben, so lange. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch Fragen haben. Und dann schauen wir mal, ob wir da diese Fragen auch beantworten können. Also, bislang sehe ich jetzt gerade keine. Trauen Sie sich? Oder hören Sie es nochmal an? Ich glaube, das wird auch mitgeschnitten, das können Sie sich nochmal runterladen. Ja, Doreen, bist du da? Jetzt hört niemand mehr zu, das weiß ich auch nicht. Ja, dann kann ich einfach nur sagen, ganz herzlichen Dank. Entschuldigung. Ah, da ist sie wieder. Kann ich eine Frage stellen? Ja, Frau Buchinger, stellen Sie bitte eine Frage. Hallo? Buchinger, Sie können gerne eine Frage schreiben in den Chat. Ja, es geht, glaube ich, eh nur schreiben. Es kommt gerade nichts. Jetzt. Was ist das ultimative Paket? Sie meinen insbesondere bezogen auf einen ausgebrannten Zellstoffwechsel. Das kann man so nicht sagen, Frau Buchinger. Sie müssen vorher testen. Sie müssen wirklich testen, wie ist das Cortisol morgens nach. Also morgens beim Aufstehen, dann nach 2 Stunden, dann zur Mittagszeit, dann nach zum Beispiel 14 Uhr und dann nochmal abends. Sie müssen schauen, wirklich, wie ist das hormonelle Zusammenspiel, wie stark sind die Disbalancen. Und wenn Sie jetzt nur einen Reformer, also was heißt nur, wenn Sie einen Reformer besitzen, dann ist es tatsächlich so, Sie haben Patienten, denen können Sie sagen, die können einen Spucktest machen und den können die sich ordern selber und darüber hinaus kann man dann schauen, wie der Mensch sich einfach ernährt. Und wenn Sie da den Patienten oder den Kunden mal ausfragen, ja, isst er viel frisches Gemüse, isst er wirklich gute Nahrungsmittel, also viel auch Vergorenes und so weiter, dann können Sie dahingehend auch mal noch beraten, wenn Sie im Reformhaus arbeiten. Ich weiß nicht, ob das Reformhaus. Ob das Reformhaus auch Nahrungsergänzungsmittel bereitstellt. Falsch machen kann man dann, ja, wenn Sie zum Beispiel ein Leaky Gut haben, dann müssen Sie wirklich die Ernährung entsprechend anpassen, weil dann ist der Darm wirklich erstmal stark gereizt und das müssen Sie wirklich überprüfen, am besten mit dem Ernährungsberater. Mit dem Leaky Gut müssen Sie aufpassen. Da können Sie jetzt nicht zum Beispiel unendlich Sauerkraut essen, mal als banales Beispiel. Ja, das wird derjenige absolut nicht vertragen. Und da müssen Sie wirklich den Kunden zu einem Therapeuten verweisen. Ultimative Paket, also wenn Sie im Reformhaus arbeiten, alles, was zum Thema Vitamine, Mineralien anbelangt, ist ja nicht so hoch dosiert im Reformhaus. Da können Sie eigentlich nichts falsch machen. Wichtig ist, dass der Mensch sich in seiner Ernährung und in seinem Stressmanagement verändert. Ja, ich hoffe, ich habe zumindest mal ein bisschen was beantworten können. So, haben wir noch eine Frage? Okay, genau, das Sweet Age Natur Mineral Q10 hat wirklich
ganz viel Mineralien, Spurenelemente und Vitamine drin. Hier hatte ich gesagt, da schauen Sie bitte, weil da ist auch Traubenzucker drin, das ist ja ursprünglich auch für die Sportler entwickelt worden, dass Sie dem Kunden sagen, ja, er muss sich danach auf jeden Fall auch bewegen. Aber das hat eine sehr gute Zusammensetzung, da ist auch Vitamin C drin, B-Vitamin und so weiter. Oder Sie geben eben einzelne B-Vitamin-Komplexe, dann hochdosiertes Vitamin C und die Mineralien. Aber wie gesagt, man sollte das immer vorher abprüfen über ein Labor. Gut. Haben wir noch weitere Fragen? Glaube nicht, oder? Wenn das kommt, gerade nichts mehr. Dann würde ich jetzt hiermit sagen, genießen Sie Ihren Restabend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die schönen Fragen. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören im Dezember für das nächste Webinar. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihr Immunsystem. Und egal, ob Sie jemanden kennen, der Burnout hat oder nicht, selbst Sie sollten auch sich immer gut versorgen mit Mineralien, Spurenelementen und Omega-3-Fettsäuren. Vielen Dank.